Anfang März, als wir die Fälle gesehen haben in Italien, die immer mehr wurden, und als dann auch Tirol dazu kam, wussten wir, es wird uns auf jeden Fall erwischen. Die Frage ist nur wann. Und wir wollten unbedingt helfen, Lösungen zu entwickeln, um diese Pandemie zu bekämpfen. Wir waren überzeugt, dass man insbesondere mit künstlicher Intelligenz tolle Lösungen entwickeln kann auf Basis von radiologischen Bilddaten, um zum Beispiel die Behandlung von Patienten zu beschleunigen oder Muster zu erkennen, die ein Mensch gar nicht erkennen kann. Jemand hatte da die Idee, wie wäre es, wenn wir Daten aus der ganzen Welt einsammeln und dann die Schwarmintelligenz von weltweiten Teams nutzen, um Lösungen zu entwickeln. Daraufhin habe ich gesagt, das könnt ihr total vergessen. Es handelt sich um Patientendaten, die sind schützenswert, die kann man nicht einfach zum Runterladen anbieten. Vergesst es. Daraufhin hat mir ein Freund gesagt, ich glaube, du musst mal mit Fausto reden. When Simon told me about the idea, I was immediately interested. I'm also Italian, I'm a citizen of the world, and I saw the pandemic ravaging and killing people all around, so I wanted to do something. The only problem was that all the data we had to be kept private, and we need to find the tools that ensure privacy of this data. When we looked at AWS suite and all the tools that are available up there, we found our solution immediately and we programmed a platform that allows this privacy. Als Fausto die AWS-Tools entdeckt hat, war er wie ein Kind im Spielzeugladen. Und er hat es wirklich geschafft, innerhalb von 2 Wochen in atemberaubender Geschwindigkeit unseren Prototypen dort umzusetzen, was uns als auch AWS sehr begeistert hat. Now that our computational platform is ready, we are in the process of gathering data from all over the world in order to make it available to our participants. Künstliche Intelligenz spielt in der Medizin eine immer größere Rolle. Das gilt insbesondere für die Radiologie. Deshalb unterstützen wir sehr gerne die COVID-19-Challenge, um den Kampf gegen das Virus eben zu beschleunigen.